So, nochmal, wie gesagt, zu Unreinheitsfunktionen. Wir müssen uns bei der Konstruktion eines Entscheidungsbaums immer in jedem Schritt entscheiden, ob wir den Baum noch weiter auffächern wollen, indem wir die gegebene Beispielmenge weiter splitten. Und dafür braucht es Kriterien wiederum, die uns sagen, ob eine Unreinheit vorliegt, beziehungsweise ob wir weitermachen sollen. Kriterien für das weitere Splitten sind unter anderem die Größe der Beispielmenge, die uns im aktuellen Knoten gegeben sind, die Reinheit der Beispiele oder halt die Reduktion der Unreinheit, die möglich ist, indem ich die Beispiele noch weiter aufsplitte. Wenn die Menge zu klein wird, das heißt unter einen Threshold wandert, dann kann ich einfach aufhören, denn ich habe irgendwann nicht mehr genug Beispiele, um ja, noch sinnvoll weiter zu unterscheiden zwischen verschiedenen Klassen, selbst wenn noch eine Unreinheit vorliegt. Wenn ich eine Situation habe, in der der Entscheidungsbaum an einem Punkt angekommen ist, bei dem für den Knoten T alle Beispiele von einer Klasse sind, das heißt eine reine Situation vorliegt, dann bin ich fertig. Es gibt keinen Grund, noch weitere Features heranzuziehen. Und im allgemeinen Fall müssen wir uns anschauen, mit welcher Art von Splitting können wir eine Unreinheitsreduktion erzeugen. Dafür brauchen wir eine Funktion, die heißt Jota, und wir messen das Delta von Jota zwischen dem Ausgangsknoten und einem gegebenen Splitting. Und je nachdem, ob hier auch wiederum ein Threshold überschritten wird, also das heißt ein Schwellwert, splitten wir weiter. Wir haben uns Beispiele angeschaut, wie ein solches Splitting dann konzeptuell oder schematisch dargestellt werden kann. Hier ausgehend von einer Situation, in der wir eine Beispielmenge mit vier Klassen haben, die gleich verteilt sind, und einem vorgeschlagenen Splitting, in dem die Klassen C1 und C2 von den Klassen C3 und C4 getrennt werden, und dem gegenüber ein vorgeschlagenes Splitting, bei dem nur C3 von C4 getrennt wird, aber es unklar ist, inwiefern C1 und C2 voneinander getrennt wird. Das ist zufällig in dieser Ansicht. Wir sehen, dass es gar nicht notwendigerweise eindeutig ist, dass das Splitting A das Bessere ist. Es wirkt zwar erstmal so, es werden mehr Klassen voneinander getrennt, aber je nachdem, wie ich meinen Fehler messe oder insbesondere, ob ich ein bestimmtes Kostenmaß heranziehe, kann es auch genauso gut sein, dass Splitting B das Beste ist. Ich brauche also irgendeine Art von Unreinheitsfunktion, die mir sagt, welches dieser verschiedenen Möglichkeiten denn nun die beste ist. Dafür haben wir dann eine Definition aufgestellt von sogenannten Unreinheitsfunktionen. Und wir haben Forderungen an diese Definition gestellt. Also an die Funktion, nicht an die Definition. Und die Unreinheitsfunktion ist eine Abbildung auf die Anteile jeder Klasse, das heißt den Vektor der Anteile jeder einzelnen der k möglichen Klassen auf einen reellen Wert. Und es ist durch die Konstruktion dieser Funktion hier definiert auf dem sogenannten k-1-Simplex. K nochmal die Anzahl der Klassen, die wir haben, und k-1 ist eine k-1, der k-1-Simplex ist eine mathematisches Objekt, das im Prinzip die einfachste Form mit flachen Seiten an allen Seiten im hochdimensionalen Raum darstellt, was im Prinzip ein Dreieck im hochdimensionalen Raum ist. Sie können hier draufklicken und sich das Bild auf der Wikipedia anschauen, dann sehen Sie es, wie es im 2-Simplex aussieht. Wir haben drei Forderungen gestellt an die Funktion und die Abbildung, die hier vorgenommen ist. Nochmal. Die Eingabe der Funktion ist ein Vektor mit den Anteilen jeder Klasse an zum Beispiel einer Beispielmenge. Und wenn wir einen Vektor bekommen, bei dem eine
reine Situation vorliegt. Also das heißt, wir haben nur Vertreter, Beispiele von einer Klasse, dann fordern wir, dass die Funktion den Minimalwert annimmt. Wir haben eine reine Situation, das heißt, die Unreinheit sollte 0 sein oder der minimalste mögliche Wert. Das soll natürlich für alle Möglichkeiten einer reinen Situation gelten. Die Reihenfolge, indem ich hier die Klassen hier reinschreibe, ist erstmal nicht definiert. Das heißt, aus der Anwendung nicht definiert. Klasse 1 hat nur zufällig den Index 1. Ich habe sie Klasse 1 genannt, aber wenn ich den Klassen irgendwelche Namen gebe, dann haben die keine Reihenfolge. Demzufolge fordern wir von der Funktion auch, dass sie symmetrisch ist. Und zwar bezüglich der Reihenfolge, in der ich die Klassen oder die Anteile der Klassen an einer Beispielmenge in dem Vektor abtrage. Egal in welcher Reihenfolge ich das tue, der Wert soll immer derselbe sein, der ausgerechnet wird. Und wenn ich als dritte Forderung eine maximal unreine Situation in Beispieldaten vorfinde, das heißt, wenn eine Gleichverteilung vorliegt der Anteile aller Klassen, das haben wir hier gesehen, in diesem Beispiel hier, dann soll die Unreinheit oder die berechnete Unreinheit maximal werden. Wie schon beim letzten Mal gesagt, es handelt sich um Forderungen, die Funktion ist noch nicht da, wir müssen solche Funktionen erfinden oder finden. Bevor wir da hinkommen, noch eine vereinfachende Schreibweise. Wir können genauso gut auch schreiben, nicht nur Jota von dem Vektor als Eingabe, sondern dem Vektor hier, der hier definiert ist, sondern wir definieren Jota von einer Beispielmenge als genau den Jota von dem Vektor der jeweiligen Anteile jeder einzelnen Klasse der Beispielmenge. Auf diese Weise haben wir jetzt dieses hier, diese Konstruktion, diese Definition ist noch kontextfrei, die ist nicht auf Klassifikation bezogen. Jetzt haben wir es tatsächlich auf die Situation, in der wir uns befinden, bezogen und ganz konkret die Beispiele und die Klassenzuordnung herangezogen hier. Und die Unreinheitsreduktion, die sich aus einem Splitting dadurch ergibt, wenn wir ein solches Split, ein vorgeschlagenes Splitting bekommen, dann berechnet sich einfach aus der Differenz der Unreinheit der Ausgangsmenge der Beispiele und der gewichteten Summe der Unreinheit der jeweiligen Anteile des Splittings. Wir versuchen, die Unreinheitsreduktion zu maximieren, um möglichst schnell Entscheidungen treffen zu können. Genau. Mal was gesagt. Wir haben dann eine erste Unreinheitsfunktion auch definiert, die basierend auf der Missklassifikation, auf dem Missklassifikationsanteil, auf dem Missklassifikationsfehler, hier zunächst für zwei Klassen, P1 und P2. Und die Funktion ist einfach definiert als 1 minus dem Maximum des Anteils der beiden Klassen an den Daten, die wir gerade gegeben haben. Hier dann nochmal entsprechend mit einer Datenmenge als Eingabe. Wir können uns die Funktion auch anschauen, wenn wir auf der x-Achse den Anteil von P1 plotten und auf der y-Achse den Jota-Wert, sehen wir, dass diese Unreinheitsfunktion den folgenden einfachen Dreiecksverlauf hat hier. Wenn wir den Anteil von P1 reduzieren und über den Punkt hinauskommen, bei dem eine Gleichverteilung vorliegt und weiter gegen 0 tendieren, dann steigt der Anteil von P2 und demzufolge brauchen wir auf dieser Achse nur P1 zeigen. P2 ist implizit gegeben. Die Eigenschaften der Unreinheitsfunktion können wir hier nochmal ganz gut prüfen. Wenn nur eine der beiden Klassen vorliegt, hier P1, als einziges, der Anteil ist maximal und demzufolge der Anteil von P2 minimal, dann ist die Funktion auf den Minimalwert genauso umgekehrt hier.
Wenn Gleichverteilung vorliegt, ist die Funktion maximal und die Funktion ist symmetrisch bezüglich der Reihenfolge dieser beiden Werte. Es gibt allerdings Probleme mit dieser Funktion. Hier nochmal der Vollständigkeit halber die Verallgemeinerung der Funktionen auf K-Klassen, ganz analog. Es gibt allerdings Probleme mit dieser Unreinheitsfunktion, und zwar, dass sie uns nicht immer erlaubt, gute Entscheidungen zu treffen. Also das heißt, überhaupt Entscheidungen zu treffen zwischen zwei vorgeschlagenen Splittings. Es kann passieren, dass die Unreinheitsreduktion Delta Jota auf Basis dieser Unreinheitsfunktion null ist, obwohl ich zwei völlig verschiedene Splittings hier habe. Wenn ich Unreinheit reduzieren wollte, dann ist auf jeden Fall dieses Splitting hier das bessere, denn ich habe zumindest 50% der zuvor hier drin enthaltenen grünen Beispiele abgesplittet und kann für diese auf jeden Fall schon mal eine Entscheidung treffen, wogegen ich hier dann noch eine 50-50-Situation vorliegen habe. Bei dieser Situation kommt allerdings dieselbe Unreinheitsreduktion raus. Und das können wir jetzt hier dann nochmal in Zahlen sehen. Und da habe ich beim letzten Mal, da ging es dann ein bisschen schnell, weil der Zeitdruck da war, da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ausholen. Hier haben wir also ungefähr eine Situation von 70% C1 und 80% C1 ungefähr. Und hier haben wir eine Situation von 50% C1, 50% C2 und hier 100% C2. Und das ist dann jetzt hier genau in dem gewichteten Teil des vorgeschlagenen Splittings-Formel genau abgetragen. Wir nehmen das Minimum, also das heißt 70%, 1 minus 70%, das ist 3 Zehntel hier in dem Fall, wir haben es mal als Brüche aufgeschrieben, beziehungsweise 1 minus 80%, 2 Zehntel, einfach nur denselben Nenner, damit es vergleichbar wird. Hier unten entsprechend 1,5 mal 1,5, beziehungsweise 1,5 mal 0. Der Ausgangspunkt ist bei beiden gleich, das Jota hier ist 1/4 und demzufolge kommt auch bei beiden dasselbe raus, nämlich eine Reduktion von 0. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, wir gehen vor. Auf der Bemerkungsfolie kann man jetzt auch sehen, was da passiert. Wir nehmen uns, dieses Beispiel hier mal und zeigen, warum das 0 ist. Und zwar können Sie jetzt für das eine Splitting sehen, da ist der Punkt nicht hier, sondern ist im Extrem, dass der Jota-Wert des rechten Knotens des B-Splittings 1 sein muss. Das heißt, die Unreinheit ist 0, die Unreinheit ist minimal, Entschuldigung. Und im zweiten Fall, weil wir eine 50-50-Situation haben, wäre der Jota-Wert hier im Extrem. Das heißt, auf dem Maximalwert von 0,5. Und wenn wir dann das gewichtete Mittel eines 50-50-Splits heranziehen, dieser beiden Jota-Werte, erhalten wir quasi einen Punkt hier auf der Achse. Das ist exakt auch derselbe Wert, den wir errechnen mit 1/4 der Unreinheit des Ausgangssplittings. Das sehen Sie jetzt hier nochmal. Also das heißt, wir haben jetzt hier diesen unteren Teil betrachtet hier. Und diesen hier. Wir haben jetzt diesen unteren Teil hier betrachtet. Analog, das ist jetzt hier vorgestellt, vielleicht kann ich es auch einzeichnen ganz schnell, können Sie auch sehen, den Jota-Wert von dem Augenblick. Jetzt muss ich hier kurz nochmal zurück, muss man das nochmal klar machen. Dieses Beispiel. Genau, also wir sind jetzt hier in der Situation 70%, 80% C1, das heißt, wir schauen uns jetzt genau diese Werte an, beziehungsweise umgekehrt, bevor ich jetzt hier rumzeichne, man kann es sich auch einfach vorstellen. Wenn Sie diese beiden Punkte einfach näher an das gewichtete Mittel heranschieben, gleichmäßig von beiden Seiten, dann landen Sie immer an derselben Stelle und es spielt keine Rolle, welche Aufteilung Sie von den Beispielen dann jeweils nehmen. Dasselbe funktioniert auch bei dem anderen Beispiel.
Hier ist es dann so, dass sie zwar einen kleineren Anteil an einem reinen Splitting haben, aber einen größeren Anteil des unreinen Splitting. Und zwar gibt es dann eine Unreinheitsreduktion vom Ausgangspunkt, aber die beiden Punkte treffen sich hier. Das heißt, Sie haben eine Situation mit dieser Unreinheitsfunktion, wo es recht häufig vorkommen kann, dass ein vorgeschlagenes Splitting abhängig davon, wie es sich verteilt, oder mehrere vorgeschlagene Splitting abhängig davon, wie sie sich verteilen auf der Jota-Funktion, Durchschnitte bilden, gewichtete Durchschnitte bilden, die im selben Punkt hier in der Fläche landen. Und dann, wenn Sie die Differenz von zweimal denselben Wert nehmen, müssen Sie ja zwangsläufig bei 0 landen. Um diese Situation zu meistern, um eine bessere Unreinheitsfunktion aufzustellen, stellen wir eine neue Forderung auf. Das ist die, obwohl, bevor wir dahin gehen, Fragen bis hierhin. Haben Sie das alle nachvollziehen können? Okay, gut. Ansonsten unterbrechen Sie mich einfach wie immer. Um eine bessere Unreinheitsfunktion zu definieren, stellen wir eine neue Forderung auf. Das ist die der strikten Unreinheitsfunktion. Wir definieren die strikte Unreinheitsfunktion. Wir fordern, anstatt der Tatsache, dass anstatt der Tatsache, dass die Unreinheitsfunktion maximal wird bei einer Gleichverteilung, die strikte Konkavität der Funktion. Das bedeutet, dass wenn wir einfach zwei Punkte wählen auf der Simplex-Funktion, das heißt auf dem Dreieck, das wir eben gesehen haben, dann soll der gewichtete Durchschnitt dieser Punkte hier, dieser Jota-Werte, kleiner sein als der gewichtete Durchschnitt der jeweiligen Anteile, die, wenn man sie in die Jota-Funktion eingibt. Das können wir uns auch nochmal anschauen, das ist dann genau hier zu sehen. Durch diese Konkativität dieser Funktion hier erreichen wir, dass wir, egal welche zwei Punkte wir auf der Funktion hier wählen, immer einen Punkt innerhalb der Fläche der Jota-Funktion erreichen. Das heißt, diese Situation hier kann nicht vorkommen. Und wie sich herausstellt, und das sehen wir jetzt hier in diesem Lemma, kann es auch nicht oder nur unter ganz extrem, unter einem pathologischen Fall vorkommen, dass sich, wenn man die Unreinheitsreduktion ausrechnet, unter Verwendung einer strikten Unreinheitsfunktion, dass dann sich ein Wert ergibt, der gleich 0 ist. Das bedeutet, wir können uns darauf verlassen, dass wenn diese Forderung Gültigkeit hat für eine aufgestellte Funktion, dass die Unreinheitsreduktion größer als 0 ist. Die einzige Ausnahme ist, wenn wir ein Sampling sozusagen haben in jedem Split, das dem Anteil der jeweiligen Klassen im Original entspricht. Hier. Also bezüglich der Klasse CI stellen wir fest, dass diese Klasse exakt denselben Anteil in einem Split hat wie in der Ausgangssituation. Und das für alle Klassen. Das heißt, wenn wir die Klassenverteilung bei einem vorgeschlagenen Splitting nicht geändert haben, dann erreichen wir keine Unreinheitsreduktion. Wenn wir sie geändert haben, dann gibt es definitiv eine Unreinheitsreduktion. Nochmal, wir schließen dadurch diese pathologischen Randfälle der Unreinheitsfunktion auf Basis des Missklassifikationsanteils aus. Aber wir suchen natürlich immer noch eine passende Funktion, die diese Eigenschaft erfüllt. Und wir suchen weiterhin die Unreinheit möglichst schnell zu reduzieren bei der Konstruktion. Um eine solche Unreinheitsfunktion zu definieren, greifen wir auf die Entropie zurück. Die Entropie ist definiert
als der, wenn man ein Ereignis A gegeben hat und die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A, dann ist die Entropie dieses Ereignisses definiert als der Zweierlogarithmus der Wahrscheinlichkeit, davon die Umkehrfunktion. Das heißt, der negative Zweierlogarithmus der Wahrscheinlichkeit. Wir halten auf einen positiven Wert und je kleiner die Entropie wird, kann man sagen, umso weniger überrascht sind wir von dem Eintreten des Ereignisses A. Wenn die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A 1 ist, dann sind wir überhaupt nicht überrascht. Denn es tritt ja immer ein. Wenn sie 0,9 ist, sind wir vielleicht ein bisschen moderat überrascht, aber eigentlich gar nicht. 90% ist eine häufige Eintrittswahrscheinlichkeit. Wenn wir wissen, dass das Ereignis A mit nur 0,05 Wahrscheinlichkeit eintritt und es dann auch tatsächlich eintritt, dann sind wir schon sehr überrascht, weil es hätte ja sein können, dass irgendetwas anderes statt Ereignis A, das Gegenereignis eintritt. Und das wird genau durch diese Funktion hier gemessen. Die Überraschung wird 0 in dem Moment, wo wir ein sicheres Ereignis haben. Und je unsicherer das Ereignis wird, je unwahrscheinlicher, umso größer wird dieser Wert, nicht nach oben beschränkt. Claude Shannon hat dann auf Basis dieser Definition von Überraschung oder dieses Maßes von Überraschung bezüglich des Eintretens von Ereignissen das Ganze auf ein Experiment ausgewertet und eine Funktion aufgestellt, die Shannon-Entropie, die gewichtete Summe der Entropien der Einzelereignisse des Experiments berechnet. Wir haben also ein Experiment gegeben, das wir hier mit dem kalligraphischen Buchstaben A bezeichnen wollen. Und jedes Experiment hat eine Reihe von Ergebnissen oder wir können auch eine Reihe von Ereignissen definieren, die hier mit A1 bis AK abgetragen sind. Und wir berechnen, um die Shannon-Entropie H von A zu berechnen, den negativen Wert aus der Summe der Entropie jedes einzelnen Ereignisses A1 bis AK gewichtet mit seiner Wahrscheinlichkeit. Die Entropie, haben Sie garantiert schon gehört, auch in verschiedenen anderen Veranstaltungen, ist ein sehr wichtiges Konzept, nicht nur der Informationstheorie, auch in verschiedenen anderen Bereichen von Naturwissenschaften und so weiter. Und das ist natürlich auch hier ein ganz großer Faktor. Aber das reicht noch nicht, weil wenn wir jetzt einfach nur die Entropie als Ganzes heranziehen, dann können wir einfach nur Fragen stellen sozusagen. Wir können fragen, gehört denn ein Beispiel zu einer bestimmten Klasse und wir können eine Antwort erhalten und wenn die Klasse sehr häufig in unseren Beispielen ist, ist die Überraschung gering und wenn die Klasse sehr selten in unseren Beispielen ist, ist die Überraschung groß, dass dieses Beispiel, das wir zufällig herausgegriffen haben, zufällig aus dieser Klasse stammt. Hilft uns noch nicht sehr viel weiter. Was uns hilft, ist die abhängige Entropie oder der sogenannte Information Gain, den wir in auf Basis der Entropie definieren können. Im Allgemeinen betrachten wir jetzt nicht ein Experiment, sondern zwei Experimente, A und B, hier rechts. Jedes der beiden Experimente hat eine unterschiedliche Anzahl von Ereignissen. Lassen Sie das Experiment A die Klassenzuordnung sein, die wir Beispielen geben, also eine Wahrscheinlichkeit für die Klassenzuordnung von Beispielen aus unserem Feature-Raum. Und lassen Sie Experiment B die Wahrscheinlichkeit für die Zuordnung von Feature-Werten bezüglich eines gegebenen Features sein, zu einem Beispiel. Das heißt, jedes B1 hier ist ein einzelnes Feature, und also eine Zufallsvariable für ein einzelnes Feature, das im Prinzip eine Zuordnung vornimmt zu einem Wert. Wir können jetzt die Entropie abhängig von dem Ausführen von des Experiments B für A ausrechnen. Das heißt, die Entropie oder die Überraschung, die wir erleben, wenn wir
feststellen, ein Beispiel gehört zu einer Klasse aus den hier gezeigten, wenn wir wissen, dass das Beispiel eine bestimmte Feature-Ausprägung B hat, die wir vorher abgefragt haben. Das geschieht dann so, dass wir einfach die Summe bilden bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Features oder Feature-Werts multipliziert mit der abhängigen Entropie des Eintretens irgendeines Ereignisses aus A, gegeben, dass wir schon wissen, dass das Feature aufgetreten ist. Und das ist dann hier darunter noch definiert. Das ist einfach eine Verallgemeinerung bezüglich der Abhängigkeit von der Shannon-Entropie, die wir auf der vorigen Folie gesehen haben. Können Sie direkt den Vergleich ziehen. Wir können nun also Fragen stellen, um die Überraschung der Zuordnung eines Beispiels zu einer Klasse kleiner werden zu lassen. Und die Fragen, die wir stellen, sind, welche Feature-Ausprägung hat denn jetzt die Klasse? Sie sehen, wir gewinnen Informationen und das ist dann auch genau, was in der Definition des Information Gains erfasst wird. Wir ziehen die Entropie des Experiments A, wir ziehen von der Entropie des Experiments A die abhängige Entropie des Experiments A, gegeben, dass wir Experiment B durchgeführt haben, ab. Und das hier dann verallgemeinert auf die möglichen Ausprägungen, die Experiment B, also die möglichen Ausgänge, die Experiment B nehmen kann, ergibt in dieser Differenz den sogenannten Information Gain, den Zugewinn an Informationen, den wir erhalten, wenn wir Experiment B ausführen. Je öfter wir Experiment B ausführen, das heißt, je mehr verschiedene Features wir abfragen, umso mehr lernen wir hoffentlich darüber, was die Zuordnung von Beispielen auf Klassen ist. Und im Idealfall schaffen wir es, dass wir in keiner Situation irgendwo im Entscheidungsbaum, der auf Basis dieser Idee gebaut werden kann, eine besondere Überraschung vorliegt, wenn ein Beispiel dann doch mal von einer anderen Klasse ist. Die Klassenzuordnung, die hier zu sehen ist, also die Entropie der Klassenzuordnung, die ist konstant. Die ist aus der realen Welt gegeben, das ist unsere Zielfunktion Gamma im Endeffekt. Das heißt, um diese Differenz zu maximieren, müssen wir diese abhängige Entropie minimieren. Unser Informationszugewinn ist maximal, gegeben, dass dieser Wert konstant ist. Wenn wir ein Feature auswählen, eine Frage zu einem Feature stellen, bei dem hier die Entropie, die Überraschung am geringsten ist. All das, auch die Zuordnung zu dem Fragestellen, ist hier nochmal aufgeschrieben und auch Tatsache, dass wir den Wert hier minimieren müssen. Ja, ich gehe nochmal zurück und die Frage. Nochmal zu der Formel. Ja. Wir haben ja h von a minus h von a gegeben und so weiter. Wo sind Sie jetzt? Bei der oder bei der? Ganz unten, ja. Genau. Und per Definition war die Entropie doch aber negativ, oder? Deswegen, also gehen wir nochmal hier hin, nehmen wir den Kehrwert der Entropie. Okay. So. Ne? Also schon hier oben nehmen wir den Kehrwert, das ist hier ausgeklammert. Einfach. Ja, ja, aber unten. Das heißt, die Entropie ist positiv. Okay. Ja. Ne? Also nochmal, das hier ist die Überraschung und im Endeffekt, wir kennen den Logarithmus. Verläuft ungefähr so und wir lassen den Logarithmus durch die Kehrwertberechnung so verlaufen. Also das ist der Wert, den wir wollen. Das ist die Wahrscheinlichkeit 1 und hier ist die Überraschung am geringsten. Aber die Überraschung steigt, je unwahrscheinlicher ein Ereignis wird, bis wir dann irgendwann hier ankommen.
Genau, das ist dann einfach eine gewichtete Summe der Überraschungen, die uns verschiedene Ereignisse in einem Experiment gegeben. Vorausgesetzt, wir kennen alle Ergebnisse oder Ereignisse, die eintreten können. Also in dem Fall die Klassen. Hierzu noch Fragen? Wir können nun also auf Basis der Entropie eine Unreinheitsfunktion definieren. Wir nehmen einfach die Formel der Entropie hier wieder für zwei Klassen gezeigt und hier verallgemeinert dann auf eine gegebene Beispielmenge d, entsprechend eingesetzt, die Anteile der Klassen ausgerechnet in die Formel. Und das ist die Funktion, die wir haben wollen. Offensichtlich ist sie strikt konkav, sie erfüllt also, es handelt sich um eine strikte Unreinheitsfunktion. Und das Problem, das wir vorhin gesehen haben beim Splitting, bei dem Extremsplitting, kann hier nicht auftreten, denn wir landen immer mit dem gewichteten Durchschnitt irgendwo hier in der Fläche von zwei verschiedenen, dem gewichteten Durchschnitt zwei verschiedener möglichen Splittings eines Ausgangsdatensatzes. Hier ist das Ganze dann nochmal zu sehen für den dreidimensionalen Fall. Hier einfach nur als 2D-Plot, beziehungsweise hier als Hüllkurve zu sehen. Und vielleicht auch nochmal zum Vergleich mit dem vorigen. Hier ist steckt noch eine Besonderheit drin, die sich insbesondere darauf bezieht, dass hier eine Annahme drin steckt bei diesem Verlauf der Funktion, nämlich dass es genauso leicht ist, die Unreinheit von hier nach hier zu verbessern, wie sie es wäre, von hier nach hier die Unreinheit zu verbessern, also zu reduzieren. Und das ist nicht der Fall, denn je tiefer wir im Baum absteigen, im Normalfall ist es so, oder es ist die Erwartung, dass es so ist, dass die Unreinheit schwieriger zu minimieren ist, weil vielleicht die Features, die wir für die Beispiele haben, nicht mehr so diskriminativ sind oder wir einfach auch nicht genug Features haben. So. Und nochmal die Verallgemeinerung dieser Unreinheitsfunktion für K-Klassen. Nochmal zusammengefasst. Durch die Berechnung der Unreinheitsreduktion berechnen wir im Endeffekt den Informationsgewinn auf Basis des Maßes der Entropie und der abhängigen Entropie. Die Definition der Unreinheitsreduktion sagt, wir nehmen die Unreinheit für einen Beispieldatensatz D und die gewichtete Summe der Unreinheiten für das vorgeschlagene Splitting. Und das ist dann entsprechend auch die Zuordnung zu den jeweiligen beiden Entropiewerten, die wir eben diskutiert haben. Hier ist das Ganze dann nochmal 1:1 zugeordnet. Wenn Sie die Definitionen der Entropie und der abhängigen Entropie, die ja eher im allgemeinen Fall gegeben waren und wo ich schon gesagt habe, was A und B sein sollen, hier nochmal ausgeschrieben zugeordnet haben wollen, dann sehen Sie die Ergebnisse des Experiments A hier, sind die möglichen Klassen, ist also quasi die Funktion, die Beispiele Klassen zuordnet, bezüglich des Splits des jeweiligen Knotens, für den D steht. Und die Ergebnisse oder Ereignisse für das Experiment B sind die jeweiligen Features, die jeweiligen Feature-Ausprägungen, die ein Beispiel für das Feature J haben kann.
Daraus folgt, dass, wenn wir diese Betrachtung einnehmen, ein Splitting sich ergibt, das entsprechend den Feature-Ausprägungen dieses gewählten Features die Beispiele aufteilt in m verschiedene Beispiele hier, m verschiedene Beispielmengen. Die Entropie von D ist kanonisch zu berechnen und wie hier zu sehen, auf Basis der Formeln, die wir jetzt schon gesehen haben und entspricht dann der ursprünglichen Entropieformel. Dementsprechend auch die Entropie, die abhängige Entropie hier bezüglich dieser Formel hier. Das heißt, wir berechnen das im Prinzip für jedes einzelne für jedes einzelne Ergebnis dieses Experiments hier einmal im Summanden und das Ganze dann aufsummiert für das ganze Experiment. Und wie schon gesagt, da dieser Wert hier konstant ist, genügt es, wenn wir uns diesen Wert hier anschauen und versuchen, den zu minimieren bei der Konstruktion eines Algorithmus. Wir sparen uns also ein bisschen Aufwand. Die Wahrscheinlichkeiten, die hier herangezogen werden, die müssen wir schätzen. Und die Schätzung erfolgt üblicherweise auf Basis der Anteile der jeweiligen Klassen bzw. Feature-Ausprägungen oder abhängigen Feature-Ausprägungen an den Beispielen, die wir gegeben haben. Um die Unreinheitsfunktion, die entropiebasierte Unreinheitsfunktion auszurechnen, müssen wir sehr viele Logarithmen berechnen. Das ist teuer und da wir bei der Konstruktion von einem Entscheidungsbaum sehr häufig eine Unreinheit berechnen und sehr viele verschiedene Splittings miteinander vergleichen, hat man nach einer Alternative gesucht, die dieselbe Eigenschaft der strikten Konkativität erfüllt. Oder Konkavität, so. Und andererseits leichter zu berechnen ist. Mit der Unreinheitsfunktion auf Basis des Gini-Indexes hat man das erreicht. Die Formel ist hier jetzt einfach gegeben, erstmal. Die leiten wir jetzt nicht noch extra her. Und hier nochmal die verallgemeinerte Variante davon, analog zu den vorigen Unreinheitsfunktionen für eine Beispielmenge D. Und die Funktion. Sie sehen, dass für den Zweiklassenfall auch hier offensichtlich eine strikte Konkavität vorliegt. Und wenn Sie diesen Verlauf der Funktion vergleichen mit dem der Entropie, stellen Sie fest, dass es sehr nahe an diesen Wert herankommt. Das heißt, mit dieser Unreinheitsfunktion nähern wir uns der theoretisch fundierten Entscheidungen auf Basis der Entropieminimierung ganz gut an und sparen ein wenig Rechenlast. Das dann nochmal verallgemeinert für K-Klassen und damit wären wir jetzt auch schon am Ende der Unreinheitsfunktion. Gibt es Fragen bis hierhin?